Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und das ist natürlich auch witzig, das ist Hannibals, diese riesen Dogge. Ehemalige Hundehütte, die wurde hier zweckentfremdet, bis hier alles fertig ist. Normalerweise hätte hier jetzt schon lange eine große Saunahütte drauf errichtet werden sollen. Aber da wartet man gerade noch auf die Baugenehmigung. Und so, um die Elektronik einstweilen zu schützen, hat man einfach Hannibals 88 Kilo Dogge Hütte so lange zweckentfremdet und hier draufgestellt. Der Filter ist klassisch aufgebaut. Man hat hier eine Vorfluterkammer, da kommen die Bodenabläufe, die Skimmerleitung rein, wir haben ja gezeigt. Ein Teil wird noch gepumpt. Hier liegen auch etwas chaotisch, sehen Sie nachher, liegen hier die UVC-Lampen drin. Dann geht es durch einen Trommelfilter durch. Im Moment 60.000 Liter. Hinter der Hütte stehen noch die Belüfterpumpen. Nach der Trommelfilterkammer geht es dann hier in die erste Biologie. Da geht das Wasser unten rein, geht durch Filterbehälter durch. Geht dann in die zweite Biologie mit bewegtem Filtermaterial und dann mit zwei starken Rohpumpen zurück in den Teich. So, funktioniert im Moment noch sehr gut. Und ich muss aber sagen, habe es auch dem Besitzer gesagt, ich bin mir sicher, dass es nur deshalb gut funktioniert, weil noch extrem wenig Fische mit extrem wenig Futter, also extrem wenig Fische im Teich sind, die extrem wenig Futter brauchen. Aber wie ich das optimieren würde, was da meine Verbesserungsvorschläge sind, das zeige ich dann im nächsten Block. So, jetzt zeige ich Ihnen aber hier nochmal die Filterkammer mit allen guten und allen vielleicht nicht ganz so optimalen Seiten. Hier haben wir also die Bodenabläufe und Skimmer. Das passt soweit. Über die UV-Lampen lässt sich streiten. Da denke ich, die sind auch absolut nicht optimal angeströmt. Das macht also relativ wenig Sinn. Und da muss man auch aufpassen, wenn die so weit an der Wasseroberfläche sind, da kann man sich schon auch mal die Augen verblitzen. Abgedichtet sind die Filterkammern übrigens mit Dichtschlemme. Das funktioniert sehr gut. Und ich kenne da jetzt wirklich einige Filter, die wirklich schon jahrelang dicht sind. Und da kann man natürlich relativ unkompliziert mitbauen. So, hier ist das 250er Rohr, der 250er. Geht dann hier in den Trommelfilter. Dann unter der Hundehütte durch. Hinten dann raus, der Besitzer ist übrigens in dem Trommelfilter sehr zufrieden. Dann unten kommt das 250er Rohr am unteren Ende der Kammer an. Und hier hat man jetzt gesagt, man macht in die Kammer nochmal zwei Filterbehälter, um einmal hier Japanmatten zu haben oder Schaumstoffmatten und in der anderen Kammer ein Keramikmaterial, ein hochporöses Material. Und in jeder dieser beiden Kammern gehen dann jeweils drei Leitungen zurück, also hier sieht man sie nicht, gehen dann hier rüber in die Kammer, die 1,50 tief ist und wo man 600 Liter Helixmaterial reingepackt hat. Die wird insgesamt durch der Filter mit einer 200er Luftpumpe belüftet und dann geht es von hier aus zurück in den Teich. So, das ist Status Quo und wie gesagt, funktioniert momentan sehr gut, was aber meines Erachtens nicht zuletzt der geringen Besatzdichte geschuldet ist. Hier haben wir noch zwei UV-Lampen, eine HP200 und eine HP80. Auch dazu nachher nochmal ein ganz kurzer Block, weil auch bei Luft gilt, viel heißt nicht, dass viel hilft, sondern auch Luft kann bei zu hohem Eintrag mitunter kontraproduktiv werden. So, und hier haben wir noch, und da sieht man dann auch, wie einfach die Dichtschlemme verarbeitet wird. Das ist jetzt allerdings noch nicht fertig. Das ist dann die Filterkammer für den noch nicht fertigen Teich, den der Besitzer aber auch erst dann in Angriff nehmen wird, wenn die andere Geschichte so funktioniert, dass er sagen kann, jetzt hat er keine Sorgen mehr mit. Und dann hat man im Prinzip auch hier nachher die Vorfluterkammer und hier der Trommelfilter. Jetzt vermisse ich nur die Biologie. Gut, vielleicht hat er sich so anders gedacht. Da halte ich mich jetzt raus. Hier kommen zumindest mal die Bodenabläufe an, genau. Weil Bodenabläufe sind da auch drin. Ja, hier unten ist zumindest ein Ablauf. Gut, zwei Bodenabläufe sind drin, sagt er. Ach, da hinten sieht man noch unterm Laminat zwei Bodenabläufe. Und die kommen dann hier an. Und wie das dann geplant ist, weiß ich momentan nicht. Muss ich nochmal fragen. Also, jetzt haben wir den Filter gesehen. Und jetzt schauen wir uns mal ganz kurz die Verbesserung an, die hier möglich wäre.